Hallo zusammen, ich ist wieder Chilla und heute wieder für euch in Shadowlands unterwegs. Und zwar gibt's heute wieder so ein kleines Opening-Video. Wir wollen uns mal den Great Vault einmal anschauen und gucken, was ich da mit meinem Main rauskriege und mit insgesamt 3 weiteren Chars, heißt insgesamt 4 Charaktere, wo wir den Great Vault öffnen wollen. Und ich hoffe, das ein oder andere sinnige Item ist dabei, was geartechnisch zum Upgraden, beziehungsweise auch ein bisschen Transmog-Sachen. Jetzt muss ich mal schauen, das brauchen wir nicht. So, jetzt muss ich mal kurz durchswappen. Genau, mit dem zweiten Account bin ich auch schon einmal dran mit meinem Monk. Und ich war sogar diese Woche nicht nur unterwegs im LFR mit den Twinks, sondern auch tatsächlich im HC mit einem Char zumindest. Und ja, mal schauen, was wir rauskriegen. Jetzt stellen wir hier mal auf Wächter um. Und ich brauche wie jede Woche noch meine Schultern. Und mal schauen, ob die Schultern drin sind. Und falsch gedacht, es sind keine Schultern drin. Es sind Handgelenke drin. Mit Versa Tempo und einem Sockel. Was habe ich an? Ich habe Mastery. Ich habe auch schon einen Sockel drauf. Ne? Ich dachte mir jetzt gerade, zumindest ein Sockel drin. Aber das kannst du knicken. Das brauche ich nicht. Das brauche ich nicht. Das brauche ich auch nicht. Und was habe ich hier? Ein PvP-Trinket, was die Gesundheit erhöht. Was ich auch nicht brauche. Gut. Das ist eigentlich ziemlicher Rotz, um ehrlich zu sein. Da habe ich sogar noch mehr Versa drauf auf dem Item. Ich bin schon überlegen, ob ich Stygia nehme. Aber eigentlich brauche ich Stygia auch nicht so wirklich. Ja, okay, also das war schon mal ein Schuss in den Ofen. Komm, wir nehmen mal die Handgelenke, wir legen sie mal auf die Bank, vielleicht kann ich sie für irgendein anderes Set oder so benutzen. Mal gucken, ne? Ich glaube zwar nicht. Was haben wir denn? Wir haben einen Schlüsselstein, Stufe 15, okay. Spitzen des Aufstiegs, naja, okay, also die Instanz brauche ich nicht. Gut, jetzt war das erste Item hier schon mal Mist, jetzt hoffen wir mal, dass bei meinen anderen Chars vielleicht irgendwas dabei ist, was nicht Mist ist. Switchen wir mal hier rüber zu meinem Druid, meinem Kyrianer-Char. Und dann machen wir mit dem Monk mal das Ding auf. Ich könnte mal hier noch einen Waffentoken gebrauchen. Mal gucken. Ob wir da Glück haben. Oh, ich habe keinen Waffentoken dabei. Was haben wir denn? Ein Schmuckstück, einen Finger und eine Taille. Ich glaube, davon brauche ich nichts, ne? Komm, dann nehmen wir das Stygia. Besser als nix. Lieber würde ich hier unten, ne, als quasi, oh, du hast Pech gehabt, Ressource Anima nehmen, weil das Stygia, ja, du kannst dann extra Sockel und so reinhauen, aber ganz ehrlich, eigentlich brauche ich den auf den Twinks nicht, ne? Na, lieber würde ich Anima nehmen. Da kann ich mir dann noch vielleicht das ein oder andere Transmog-Teil oder ein Mount-Pad-Toy, ne, bei den verschiedenen Covenants holen. Das wäre tatsächlich eine bessere Angelegenheit. So, dann swappen wir hier auch rüber. Und zwar haben wir da noch einen Char, wo ich jetzt letzte Woche im HC unterwegs war. Da habe ich bei so einer Gruppe, habe ich die gequatscht, dass ich mit meinem Twink mitgehen kann. Und dann haben die gemeint, ja, okay, ich kann mit dem Twink mitgehen, ne, solange das gut geht. Ich war da nämlich schon mal mit dem Main dabei, aber mit dem Main brauche ich eigentlich aus dem HC-Raid nicht wirklich was. Sondern ich gehe da halt eh nur für Transmog rein und, naja, mit dem Twink habe ich dann nicht nur Transmog, sondern halt auch besseres Item-Level. So, jetzt gucken wir aber erstmal noch bei meinem Kyrianer-Char. Schauen wir mal, was wir hier so rauskriegen. Da ist eigentlich egal, was ich eingestellt habe. Ich brauche einen Waffentoken. Ist es ein Waffentoken? Waffentoken, sehr schön. Das können wir tatsächlich noch gebrauchen. Das ist sogar ein großes, ne? Also ein 194er. Na, mal schauen, da kann ich bestimmt noch das ein oder andere in der Lysischen Festung kaufen. Das ist jetzt auf jeden Fall schon mal gut. Das können wir gebrauchen. Und dann schauen wir jetzt gleich nochmal mit meinem Twinkchar. Okay, da sind wir noch am Einloggen. Können wir mit dem tatsächlich schon mal lostigern. Ich versuche nämlich die ganzen Vorlagen, ne, bei den verschiedenen Covenants zu kriegen. Und die Waffentokens sind eigentlich die Geschichte, die ich brauche, ne, aus dem Great Vault. Weil man halt das Glück hat, Blizzard da ein bisschen faul war und die gleichen Waffenvorlagen im NHC, im HC und im LFR gemacht hat. Farm ich halt schön im LFR die ganzen Waffenvorlagen oder die ganzen Tokens und habe dann die ganzen Vorlagen. Gut, mütig muss ich dann halt nochmal irgendwann gehen, aber da sind wir mit dem Zwing natürlich weit weg davon. Komm, dann fliegen wir hier schon mal rüber. So, jetzt wird spannend. Jetzt hoffentlich kriege ich auch einen guten Loot raus. Und zwar bei dem sind wir Wächter eingestellt.
Und da kann ich euch mal zeigen, ich habe schon einige HC-Items mit dem rausgezogen. Und was kriege ich jetzt noch raus? Also ich habe 2 HC-Sachen, das habe ich schon. Und ich hätte noch ein Trinket und hier haben wir einen Kopf. Ah, hätte ich lieber noch die letzten 2 Bosse umgehauen, ne? Den Kopf im HC, der war natürlich schick gewesen. Jetzt muss ich wahrscheinlich, ja, komm, nehmen wir das Trinket. Nehmen wir das Trinket hier mit. Ah, ich hätte jetzt lieber ein Transmog-Teil gehabt. Schuhe brauche ich fürs Set noch, aber das ist natürlich auch ganz nett. Zumindest vom Item-Level-Upgrade her. Sind wir auch beim Twink jetzt dann, wenn ich das Trinket noch anziehe, bei 207er Gear. Dafür, dass ich mit dem eigentlich sonst nichts mache, ist das schon gar nicht so verkehrt. Ne? Vielleicht laufe ich die Woche nochmal HC, dass ich mein Set voll kriege. Ich habe nämlich das HC-Set jetzt schon relativ weit damit bekommen. Also ich hatte, glaube ich, fast gar nichts vom HC-Set. Einen Run gemacht und 6 Teile, ne? Also das sieht schon gut aus. Gut, die letzten beiden, die brauche ich dann halt vom Endboss. Da müsste ich dann nochmal gucken. Okay, damit wären wir tatsächlich auch wieder durch mit dem kleinen Opening. War so semi-erfolgreich. Zumindest haben wir ein Token bekommen mit dem mit meinem Koreaner-Char. Cool wäre noch gewesen, wenn wir hier auch noch eins rausgekriegt hätten, beziehungsweise vielleicht ein HC-Transmog, aber vielleicht das nächste Mal, ne? Müssen wir mal gucken. Ich werde auf jeden Fall wieder dranbleiben und ja, dann sehen wir uns in der Woche wieder, wenn es wieder heißt Opening-Video und an den Great Vault ran. Euer Tela, bis zum nächsten Mal. Ciao.